Yo Leute, wir sind heute live im Supercup RB Leipzig gegen FC Bayern. Das ist der Auftakt von der Bundesliga, Leute. Und wir haben heute einen frischen Transfer, Kane. Und wir sind heute in Partnership von TikTok und DFL Supercup. Es wird crazy, es wird eine geile Saison. Seid auf jeden Fall ready. Wir nehmen euch mit hinter den Kulissen. Let's go. Nachdem wir eine kleine Tour bekommen haben, habe ich oben einfach Philipp Lahm getroffen. Ich habe mir direkt eine Unterschrift geholt. Bevor das Spiel anfing, waren wir kurz unten am Feldrand und haben uns das Ganze aufwärmen, hautnah angeguckt. Ich hatte Gänsehaut, Leute. Es war crazy. Ich habe sogar Bernie getroffen. Und da ist sogar Kane auch am Aufwärmen. Das heißt, er wird heute spielen. Ich brauche euch nicht zu erzählen, wie das Spiel gelaufen ist. Es war 3-0. Ich war fassungslos. Was ist da passiert? Aber ich muss es Leipzig lassen. Die haben hier echt gut gespielt. Wie findet ihr allgemein den Wechsel von Harry Kane? Wir fragen mal Enno, wie er das Ganze fand. Wie fandest du den Wechsel und das Spiel? Harry Kane, der Arme, was soll er machen? Sein erstes Spiel, direkt Niederlage, schade für ihn. Ist ein Top-Spieler, mal gucken, was die nächsten Spiele passiert, Bro. Was sagst du? Ich sag mal so, ich habe das niemals erwartet. Sogar mit Kane. Ja, die müssen ihn einfach mehr einbeziehen. Ist halt echt geil, dass sie jetzt Flanken schlagen können, weil er ist auch sehr kopfballstark. Es war auf jeden Fall eine Ehre, dabei zu sein. Aber checkt auf jeden Fall in der TikTok-Suche den Begriff Bundesliga-Fußball. Und wenn ihr Bock habt auf Fußball-Content, ihr findet auf jeden Fall einiges. Was sagen wir am Ende, Bro? Peace!